Nein, Doc mag es gar nicht, wenn er medizinisch untersucht wird. Aber die Ranger hier in Neuseeland müssen sicher sein, dass er reisefähig ist. Denn Doc ist ein Kakapo, ein flugunfähiger Eulenpapagei, einer der letzten seiner Art. Für die Kakapos sind die Wildhüter durch den Busch gereist. Auf zwei einsamen Inseln im Süden Neuseelands holen sie 4 Männchen und 4 Weibchen und bringen sie in ihr neues Zuhause, mehr als 1000 Kilometer entfernt. Die nachtaktiven Kakapos können nicht fliegen, darum sind sie hilflos bei Angriffen durch eingeschleppte Säugetiere wie Ratten oder Katzen. Auf Little Barrier Island wurden diese Feinde ausgerottet, darum ist die Insel einer der wenigen sicheren Nistplätze. Nur noch 126 Kakapos gibt es und allen haben die Artenschützer Schildchen und Namen verpasst. Sie werden bis zu 90 Jahre alt, älter als so mancher Mensch und mit 4 Kilo schwerer als alle anderen Papageien. Sie haben sehr viel Würde und sie können ziemlich kauzig sein. Sie strahlen so viel Persönlichkeit aus. Diese Persönlichkeit ist geheimnisumwittert, denn nur alle paar Jahre machen sich die Kakapos zur Paarung auf. Für das Überleben der Art ist das ein Schlüssel. Darum tragen die Kakapos Bewegungsmelder, die verraten, wenn es soweit ist. Wie man sich vorstellen kann, ist dann ziemlich was los und es kann einige Zeit dauern. Der Sender kann entdecken, ob es in der Nähe den Sender eines Weibchens gibt. Er prüft den anderen Sender, zählt 2 und 2 zusammen und schickt dann einen Code, der uns sagt, ob der Vogel sich gepaart hat oder nicht und mit wem. Viel Privatsphäre haben die Kakapos also nicht gerade. Einen Monat nach ihrer Umsiedlung auf Little Barrier Island kommen die Tierschützer zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Manche der Vögel sind auf der Insel geboren und wurden vor 12 Jahren von hier fortgebracht, um den Fortbestand ihrer Art zu sichern. Und die Arbeit geht weiter, auch wenn sich die einst wenigen Dutzend Kakapos dank eines millionenschweren Schutzprogramms wieder vermehrt haben. Bei nur 126 Vögeln muss man sehr sorgfältig mit dem Erbgut umgehen. Und das tun wir auch. Wir versuchen alles zu tun, damit es in der Population weiterhin so viel genetische Vielfalt gibt wie möglich. Seit den 90er Jahren hat sich die Population bereits mehr als verdoppelt. Es gibt also Hoffnung, dass der einsame, kauzige und dabei zutrauliche Kakapo hier auch in Zukunft durch das Unterholz läuft.